Genau. Are you willing to step out of your comfort zone again and again and again to reach your targets? We've all heard it. Everything rises and falls on leadership. But what does it mean to lead? A leader knows the way, shows the way, and goes the way. A leader has a clear vision, follows that vision, and helps others find their path. A leader will continuously develop, reinvent, and grow. They will run with the vision set before them, continue to challenge the status quo, outgrow their comfort zone, and enable people to follow them. To become great, you first have to be willing to fail. But by stepping out of your comfort zone, you will win. Challenge the status quo. Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag um 10 Uhr zu unserem Basic Saturday. Ihr Lieben, das ist einer meiner Lieblingsvideos von Sensino. Warum? Weil dort steht, ein Leader weiß den Weg, zeigt den Weg und geht den Weg. Und damit begrüße ich euch alle recht herzlich. Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr freut euch auf den heutigen Tag. Nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift, denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich unseren Success Cycle, das heißt unser Erfolgsrad, unser Lebensrad. Da werden wir euch Dinge mit an die Hand geben, die es euch erleichtern, eine Karriere zu machen. Und ich bin gespannt, was da heute alles passiert. Und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich und froh, zwei richtige Profis an meiner Seite zu haben, nämlich den lieben Thomas und den lieben Gerhard, die viele, viele Jahre erfolgreich schon in unserer Industrie tätig sind, die wie kein anderer ihre Gruppen führen und die Karriereleiter nach oben gekommen sind. Und das war nur der Anfang. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Herzlich willkommen, lieber Gerhard. Ja, vielen Dank, Birgit. Und auch in die Runde herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Ja, ebenfalls schönen guten Morgen. Jetzt haben wir ja alle an Bord hier in unserem Raum und wir freuen uns mega auf unser Training. Lasst euch inspirieren, schreibt mit, legt euch was zum Schreiben hin und ich freue mich auf eine tolle Stunde mit euch zusammen. Vielen Dank, Birgit, auch. Sehr gut. So, und weil wir das immer ein wenig interaktiv machen und dann auch zu schauen, wo wir euch abholen können, schreibt einfach mal rein, wer von euch ist ungefähr 4 Wochen in diesem Geschäft und kürzer, ne? Also so von einem Tag bis hin zu 4 Wochen. Schreibt da einfach mal rein, ich. Ich möchte sehen, wie lange seid ihr dabei, also innerhalb der letzten 4 Wochen. Herzlich willkommen, lieber Heiner, liebe Verena, der Thomas. Wer ist ungefähr 4 Wochen und kürzer jetzt hier bei uns im Team bei Sensino? Okay, alle anderen scheinen ein wenig länger da zu sein. Der Zoom-Benutzer ist auch ganz neu. Und ich habe gerade gesehen, da wurde gefragt, wo findet man den Film Sensino.tv. Dort sind ganz, ganz viele Videos abgelegt und dort ist auch dieses Video. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Sehr gut. Also, wir haben einige neue Partnerinnen und Partner. Herzlich willkommen in unserem Team. Und jetzt möchte ich gerne mal sehen, wer von euch hat schon eine Position erreicht? Schreibt mal bitte rein. Angefangen von Smart Bronze bis eben halt zu der Position, die ihr erreicht habt. Schreibt bitte eure Positionen da rein. Nicht ich, sondern welche Position habt ihr erreicht? Die Monique ist Bronze, ein Direktor, Diamond, A-Team. Herzlichen Glückwunsch, lieber Rolf, zum A-Team. Smart Bronze, Diamond, Executive haben wir hier, Gold. Super, sehr gut. Schreibt eure Position da rein, die ihr jetzt gerade erreicht habt. Gold, Executive. Denn ihr wisst, wir haben einen sogenannten 200-ECB-Monat, wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man die nächste Position gut erreichen kann. Silber, A-Team, der liebe Jens, die Irmgard Koch, Gold und A-Team. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Smart Bronze, die liebe Sarah Lörs,
sensationell. Denn wir werden euch auch ein bisschen zeigen, wie ihr in diesem Monat viel schneller die Position erreichen könnt. Denn einfach mal vorweggenommen, und ich setze voraus, dass das jeder weiß, wir haben einen Turbo-Monat jetzt im Mai. Nicht nur, dass wir ein großes Momentum in allen Teams haben, überall auf der Welt, von ganz in Sino, sondern dass wir von dem Unternehmen eine Kampagne haben, wo wir es leichter haben, schneller die Position zu erreichen. Auch darauf werden wir heute im Laufe des Trainings eingehen. So, das heißt, es gibt immer gewisse Regeln in unserer Industrie. Es gibt sogar Regeln in unserem Leben. Und um wirklich auch in Aktion zu gehen, gibt es immer gewisse Dinge, um seine Wünsche und seine Träume zu erreichen. Weil jeder hat Wünsche. Bei dem einen ist es zum Beispiel, ich möchte ganz vielen Menschen helfen. Ich möchte meine Familie absichern. Ich möchte mehr Gesundheit. Ich möchte ein freies Leben führen. Ich möchte meinen Boss einfach mal kündigen und möchte finanziell unabhängig werden. Jeder hat seine Wünsche. Träume haben wir sowieso alle. Aber wie können wir die realisieren? Und da gibt es dann, wenn man mit einem Geschäft beginnt, gewisse Stationen, die man durchläuft. Und ihr seht hier 7 Stationen, die nötig sind, wenn man zum Beispiel einen neuen Partner an Bord holt, die es gilt zu beachten. Da seht ihr Ziel, Verständnis, Aktivität, Glaube, Ergebnis, Vorstellungskraft, Kontrolle. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Reihenfolge sollte man dann mit seinem neuen Geschäft beginnen oder auch dem neuen gegenüber die erste Stufe schalten. Und jetzt seht ihr diese 7 Dinge und jetzt seid ihr wieder gefragt. Ich möchte euch fragen, welchen dieser 7 Punkte aus dem Bauchhaus würdet ihr denn an die erste Stelle setzen? Schreibt es bitte mal rein. Welchen Punkt? Der liebe Christoph, das Ziel. Stimmt, du brauchst ein Ziel. Hat jemand noch eine Idee? Fragt sich nur, an welche Stelle das Ziel kommt. Hat jemand noch eine Idee? Was würdet ihr denken, wenn ich heute die Vorstellungskraft, ich muss mir vorstellen können, genau was ich erreichen möchte. Die Nummer 6, auch Vorstellungskraft. Die Nummer 2 ist Verständnis. Verständnis, Glaube. Sehr gut, super. Ziel, Aktivität. Die Nummer 3 ist auch wieder Aktivität. Super. Und da merkt ihr schon, jeder hat ein anderes Verständnis dafür, womit er beginnen sollte. Das ist interessant, lieber Gerhard und lieber Thomas, richtig? Ja, du hast ja, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, Birgit, und es ist wirklich auch, das ist eigentlich ein Spiegelbild dessen, wie Menschen dann einfach auch loslegen. Und daran merkt man, dass sie praktisch komplett unterschiedlich loslegen, weil sie sich entsprechend ihres Highlights aus diesen 7 Punkten natürlich auf das stürzen. Ja? Und so hat man eigentlich nicht ein gewisses Konzept drin, weil jedes erfolgreiche große System folgt auch einer gewissen Reihenfolge. Und dadurch machen auch alle Menschen das Gleiche. Und dadurch kommt diese Energie natürlich auch extrem fokussiert an, wie wenn man einen Pfeil auf ein Ziel schießt, Thomas, ne? Kann man so sagen, ne? Ja, ich sehe das ganz genau. Ich finde es super spannend, dass jetzt hier ganz viele verschiedene Themen kamen. Und das ist ja auch so ein bisschen im Sport. Wenn du ein klares Ziel hast im Sport, was du erreichen willst, dann brauchst du auch einen klaren Fahrplan. Mhm. Und zu sagen, ich fange jetzt mal an mit dem 25-Kilometer-Lauf, wenn ich einen Marathon laufen will, und die 3 Kilometer mache ich später. Das wird schwierig. Also du brauchst schon eine Reihenfolge, du brauchst klare Inhalte, klare Strukturen. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir genau über dieses Thema heute einfach mal sprechen. Wie ist der konkrete Fahrplan? Ganz genau. Und da lüften wir jetzt natürlich das Geheimnis, womit fange ich denn überhaupt an, wenn ich neue Partner onboarde und natürlich auch, wenn ich selber anfange. Und da ist das Verständnis. Das Verständnis zu haben, wo hole ich den Neuen ab? Hat er denn überhaupt Verständnis für das, was wir hier tun? Und das konkretisieren wir. Das heißt, an den ersten Punkt, schreibt euch das auf, ist immer das Verständnis. Und als erstes bezieht sich das auf unsere Industrie.
Ich erlebe es immer wieder, dass ich neue Partner ins Geschäft bringe, die dann auf einmal voller Hektik in die Aktivität sich stürzen und anfangen, das Balance Oil zu verkaufen, weil sie einfach keinen richtigen Fahrplan haben. Das heißt, Verständnis für diese Industrie ist meiner Meinung nach auch mit eines der Voraussetzungen, wenn ich jemand Neues anborde. Wie ist denn überhaupt der Vertriebsweg? Wir müssen hier eines verstehen. Wir haben alle nur eine ID-Nummer. Meine ID-Nummer ist genauso wie eure ID-Nummer. Das Unternehmen Sinsino ist unser Partnerunternehmen und letztendlich unser Fahrzeug zum Erfolg. Wir müssen weder Produkte versenden, noch welche produzieren, noch müssen wir eine Abrechnung machen, noch sonst irgendetwas. Alles macht der Konzern für uns. Und da stellt sich dann die Frage, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Wie funktioniert der Weg? Ich habe einfach nur die Aufgabe, den Menschen da draußen einen Tipp zu geben, wo sie eine weiterführende Information bekommen. Mehr nicht. Das ist meine Aufgabe. Denn dieser Vertriebsweg und da auch wieder das Verständnis zu haben und da stolz drauf zu sein, ich bin Networkerin. Ich habe mein eigenes Unternehmen, habe ein Partnerunternehmen, kann Millionen verdienen und habe gar keine Angestellten. Wie cool ist denn das? Also, der Traum eines jeden Unternehmers. Ja, das ist echt, wirklich, das ist ein guter Punkt. Schau, wir haben ja oft Leute vor uns und jetzt laden wir die auch ein zum Zoom-Call. Wir laden sie ein in die Präsentation. Und da ist, wie du sagst, das Verständnis für die Branche, auch für die Größe dieser Branche, auch für die Chancen in dieser Branche, ist überhaupt noch nicht da. Das heißt, ich fange mal so an, McDonald's würde einer nicht kennen und wir würden ihn auf einen Schlag sagen, pass auf, du musst jetzt unbedingt einen McDonald's aufmachen, du musst ihn aufmachen und du musst Hamburger verkaufen und du wirst erfolgreich und es funktioniert alles. Und der hat aber von der Fastfood-Industrie, hat er überhaupt keine Ahnung, wie groß die ist, wie mächtig die ist, was es damit für Chancen gibt. Das heißt, wir fragen oft zu wenig, ob Menschen überhaupt schon ein Gefühl für diese Industrie haben, denn die muss man, glaube ich, zuerst kennen, um dann letztendlich für sich selber auch die Chance zu sehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und diese 200 Milliarden, das ist wirklich eine Zahl, die ist mächtig, ja, die können sich manche auch gar nicht vorstellen. Das ist nämlich mehr als die komplette Filmindustrie, die Musikindustrie und die Sportindustrie auf der ganzen Welt zusammen. Und wenn man das den Leuten mal als Vergleich gibt, dann haben sie eigentlich mal ein Bild, von welcher Megaindustrie wir sprechen. Genau, bitte. Also für mich wirklich ein wichtiger Punkt. Wolltest du was sagen, Thomas? Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier in Europa einfach gerade erst anfangen mit diesem Bereich. Ja, wenn du dir in Amerika das anschaust, jeder Dritte hat mittlerweile rund um Network Marketing damit irgendetwas zu tun. Und in Deutschland ist es wirklich so, dass diese Branche eben noch völlig unter dem Radar läuft. Die Gründe kann man ja auch erklären, dass eben keine Werbung gemacht wird, dass wir nicht in den Hochglanzmagazinen drin sind, dass es eben nicht über den Einzelhandel läuft. Und ich bin dazu 100% bei euch, dass wir erstmal das Verständnis schaffen müssen, worüber sprechen wir denn hier eigentlich? Das ist ja nichts, was jetzt sich einer von uns dreien in der Garage mal eben ausgedacht hat, sondern es ist eine 200 Milliarden Dollar Industrie, auf die wir stolz sein können und über die wir sprechen müssen. Absolut. Ja. Ja, und wie du gerade sagtest, auf die wir stolz sein können, das ist auch etwas. Weil wenn man dann oft die Frage bekommt, ist das Network Marketing? Ja, nicht wirklich und da, da, da. Nee, sagt ja, aber das Beste, was es gibt auf diesem Planeten, weil das ist eine Industrie mit 200 Milliarden Dollar. Und wir spielen jetzt eine ganz große Rolle in der Zukunft. Warum? Weil wir unserer Zukunft voraus sind. Und das sind Aussagen, die hat natürlich der neue Partner nicht. Aber wenn ich erstmal ihn frage, und ich frage immer, auch bei Präsentationen, hast du Network-Marketing-Erfahrung? Ich muss nichts über die Menschen wissen, die bei mir in den Call gehen. Ich frage nur Network, ja, nein. Weil dann weiß ich genau, wo ich die Person abzuholen habe. Also das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Man muss wissen, man kann hier natürlich 100 Euro verdienen, 200 Euro, man kann aber auch Millionen verdienen. Und genau dieses Verständnis, das ist ganz wichtig zu haben. Wir sind hier nicht in einer Nebensparte. Wir können stolz darauf sein, in einer der größten Industrien der Welt einen Global Player an unserer Seite zu haben, der die Zukunft vorgibt. Punkt. Und genau das schreibt euch auf.
Und das könnt ihr dann verwenden zum Teil in euren Gesprächen. Das heißt, wenn dieses Verständnis da ist, dann wächst auch der Stolz auf diese Industrie. Und dann versteht man auch, was für eine riesengroße Chance man hat. Und jetzt ist ja nach dem Verständnis auch erstmal wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt die Aufgabe des neuen Partners? Fange ich jetzt an mit der Aktivität? Nein, jetzt gehe ich in die Vorstellungskraft. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, damit erfolgreich zu werden? Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass das stimmt mit den Produkten, was wir dir erklärt haben? Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass du irgendwann mal erfolgreich wirst? Weil das war ein Punkt, den ich mir gar nicht vorstellen konnte am Anfang. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwann mal viel Geld zu verdienen. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwann mal, dass ich als Justizangestellte irgendwann mal erfolgreich werde. Das heißt, ich musste da reinwachsen. Ich brauchte jemanden an meiner Seite, der mir geholfen hat, diese Vorstellungskraft für mich zu entwickeln. Und jetzt seht ihr hier einfach nur ganz wilde Zahlen, wenn man neu ist. Und man versteht nichts. Aber die Vorstellungskraft, gerade wenn ein Partner neu ist, kann man ganz einfach entzünden. Wenn bei ich jemanden onboarde, also neu ins Geschäft bringe, dann sage ich, du pass auf. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, dass du in der nächsten Woche deine ersten 500 Euro verdienst. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nee, aber nee. Okay, ich zeige dir den Weg. Stell dir mal vor, wir verdienen gemeinsam oder dass du in der nächsten Woche 500 Euro verdienst. Wie fühlt sich das an? Das heißt, ich bringe ihn sofort in die Vorstellungskraft, bevor ich ihn in die Aktivität bringe. Und dann sage ich, schreib dir mal auf, 500 Euro in der nächsten Woche. Jetzt sage ich dir, wie wir das gemeinsam machen. Ist das gut oder ist das gut? Als erstes gehst du den automatisierten Startprozess durch. Denk an die 500 Euro oder an die 1000 Euro. Wann kannst du dir das anschauen? Und glaub mir eines, in dem Moment reagieren Menschen ganz anders, als wenn ich sage, ja, du musst dir unbedingt, ist sowieso ein schlimmes Wort, du musst dir unbedingt den Startprozess, das ist einer unserer Regeln. Ich setze die Vorstellungskraft, was er damit erreichen kann, vor den Prozess. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, das ist ganz, also ich sage mal, jeder hat da eine andere Zeitspanne. Birgit, ich war ja damals, als ich gestartet bin, schon echt Unternehmer. Ich war jung und habe viel bewegt, jung und wild, wie man so schön sagt. Und ich konnte mir relativ schnell größere Zahlen vorstellen. Das heißt, mein Sponsor hatte es mit mir leichter, weil ich sofort natürlich auch bei so einem Plan mehr in die Mitte oder nach rechts zendiert habe. Und ich konnte mir das einfach vorstellen. Aber es gibt Menschen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne diese Vorstellungskraft hast du kein Selbstbewusstsein in der Form, wie du mit anderen Menschen sprichst. Das bedeutet, auch wie du vorhin gesagt hast, Birgit, ich kann mir die Branche natürlich, ich sehe diese 200 Milliarden, ich gehe mit stolz geschwellter Brust da raus, ja, und sage, was wir für ein tolles, eine tolle Industrie haben, was wir für eine tolle Branche, was eine tolle Firma haben. Das ist ja, das fühlt sich ja ganz anders an, wie wenn ich halt ankomme und sage, ja, da ist einer, der hat mich angerufen und es hört sich ganz gut an. Und was meinst du denn dazu? Immer wenn, je unsicherer ihr seid, umso weniger kommt eigentlich was. Und diese 500 Euro, wenn mir einer sagt, 500 Euro in der ersten Woche, da geht es ja gar nicht darum, wie viel Geld ich habe. Da geht es darum, dass ich einfach mal sage, cool, da fangen wir jetzt mal an dem Punkt. Ja. Und glaube, Thomas, dieses Selbstbewusstsein, da müssen wir auch dran arbeiten, dass die Menschen da wirklich das Ganze viel anders für sich einschätzen, oder die Möglichkeiten? Ja, ich denke, es beginnt schon damit, dass wir beide, Gerhard, wir sind als Unternehmer sozusagen groß geworden, schon in jungen Jahren. Das heißt, investieren und verdienen mit größeren Zahlen hantieren war für uns völlig normal. Wir müssen aber erstmal akzeptieren, 90% oder 95% der Menschen kommen aus dem Angestelltenverhältnis und wissen, sie arbeiten 40 Stunden und kriegen dann eine Summe X, ich sage jetzt mal 2.000, 2.500 Euro. Und das jetzt zu erarbeiten, dass man sich mehr vorstellen kann oder dass man sich das überhaupt vorstellen kann, ist ein wesentlicher Part. Und ich denke, bei mir zurück an 1992, mein erster Network-Check,
Die Jüngeren unter euch wissen wahrscheinlich noch nicht mehr, was ein Scheck überhaupt war. Das waren 23 Mark 48, glaube ich. Und ich habe diesen Scheck gefeiert und habe gedacht, wie krass ist das denn? Da schickt mir echt eine Firma Geld. Das funktioniert. Und es ging überhaupt nicht um die Höhe dieser Summe, sondern um diesen Vorstellungskraft und den Glauben, hey, das geht wirklich. Ja. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Du warst ja besser wie ich, Thomas. Ich hatte 20 Mark 18. Also, da hört ihr schon, das Ganze ist ein Wachstum. Aber merkt euch diesen Satz. Wenn der neue Partner sich registriert hat, sagt ihm, super, wir haben ein System, denn meine Aufgabe ist es, dass du diesem System folgst, damit du in der nächsten Woche deine ersten 500 Euro verdienst. Wäre das gut? Ja oder ja? Weil in dem Moment springt so eine rote Synapse an, ja, wenn das möglich wäre, super, ich zeige dir das. Wann hast du den Prozess durchlaufen? Dadurch reagieren Menschen oft anders. Merkt euch diesen Satz. Denn wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel mal seht, dann frage ich euch, was könnt ihr euch denn vorstellen? Was ist denn überhaupt das, wo ihr sagt, ja, das ist für mich realistisch? Ich möchte jetzt gar nicht von jedem Einzelnen wissen. Ich kann euch nur sagen, lernt groß zu denken. Ja. Der nächste Punkt ist die Kraft der Duplikation. Auch das ist das, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, so viel Geld zu verdienen, weil ich gedacht habe, naja, ich kenne ja nur die Leute am Amtsgericht, wie soll das funktionieren? Auch da trainiere ich zum Teil die Kraft der Duplikation. Denn ihr wisst es, der Thomas hat ein großes Team, der Gerhard hat ein großes Team, so viele Leute hier haben ein großes Team. Aber nicht, weil sie besser sind als du und ich, sondern weil sie den Menschen helfen, ihre 500 Euro zu verdienen, nämlich die Kraft der Duplikation. Und das muss man auch verstehen. Und auch das ist ein Punkt, was man mit den Leuten mal durchgehen kann, weil dann kommt eher dieses Verständnis, ah, so funktioniert das. Ich bringe 2 ins Geschäft, 2 plus 4, nichts anderes duplizieren wir und dann 2, 4, 8, 16, bababababababab. Das heißt, dann wächst die Vorstellungskraft. Birgit, wenn du so lieb bist, gehst du mal einen Schritt zurück, kurz auf die Karriereplanfolie. Das ist auch ein Punkt, da haben wir uns gestern auch drüber unterhalten. Wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche und die sind noch nicht gestartet oder die haben sich ihr Startpaket noch nicht ausgesucht. Ich versuche auch immer, aus dieser Vorstellungskraft heraus bei Ihnen so ein bisschen auch, manchmal ist es so ein Gespräch, wo man ein bisschen ja, Humor hat, wo man lacht, wo man Träume weckt bei den anderen, dass sie sich mal eine Zahl vorstellen können. Und zwar eine Zahl, wo sie sagen, das bräuchte ich, das wäre super, das ist das, was ich brauche, Stufe 1. Und die Stufe 2 ist das, was mein Traum wäre. Weil je mehr sie vorher eigentlich anfangen, über diese Zahl nachzudenken, auch über das Leben nachzudenken, wie sich das verändern würde, wenn sie dieses Geld verdienen würden, umso leichter fällt es ihnen danach, auch ihr Investment zu tätigen. Weil es ist nie, und das ist wirklich auch ein Preis, das muss man verstehen, es ist nie der Preis eines Stadtpaketes. Die Menschen finden das Geld immer, wenn sie einen Sinn darin sehen oder wenn sie Aussicht auf Gewinn haben. Ihr wisst selber, wie viel es gibt in unserer Branche auch Firmen, nehmen wir ruhig mal auch den Kryptobereich, da investieren Menschen tatsächlich 5-stellige Summen, die sie eigentlich nicht haben, die leihen sie sich sogar, nur um die Aussicht auf diesen Gewinn zu haben. Das heißt, Menschen finden immer Geld für ein neues Handy, die finden immer Geld für ihr Auto, wenn das kaputt ist, die finden auch immer Geld, wenn es um ihre Kinder geht, aber sie finden oft kein Geld, wenn es um ihre persönliche Zukunft geht. Und das ist genau diese Vorstellungskraft. Wenn Sie die vorher noch nicht haben, dann müssen wir Ihnen dabei helfen. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte gern 5.000 Euro verdienen, ja, nehmen wir einfach mal diese Zahl, weil die kommen sehr oft auch, wenn man mit Menschen spricht, in Deutschland. Dann ist es so, dass man sagen muss, das sind ja 60.000 Euro im Jahr. Stell dir das mal vor. Ich rechne das immer mal 12 und sage, und dann, wenn ich mit den 1.100 Euro würde ich sagen, macht es denn Sinn, 1.100 Euro zu investieren, wenn du dafür 60.000 Euro erreichen kannst? Und da würde jeder auf seiner Bank würde den Deal machen. Ja? Also holt vorher mal eine Zahl ab, damit ihr danach beim Start überhaupt kein Problem damit mehr habt. Ja? Birgit, macht das Sinn aus deiner Sicht?
Das macht den größten Sinn. Es macht deswegen einen Sinn, weil du dann die Menschen in die Zukunft führst, wie ihr Leben sein könnte. Das heißt, diese Vorstellungskraft, es sind gewisse Dinge in unserem Kopf. Weil ich sage immer, alle Menschen wollen mehr Gesundheit und mehr Geld. Sie haben nur Angst vor dem, was sie tun müssen, wenn sie Ja gesagt haben. Sie können sich nicht vorstellen, dass es für sie funktioniert. Sie zweifeln noch nicht einmal daran, dass der Test funktioniert oder dies, sondern sie selber nicht funktionieren. Und deswegen sollte man dann die Menschen in die Zukunft führen. Und genau so ist es richtig. Was würde denn passieren in deinem Leben, wenn du das und das verdienen würdest? Kannst du dir das vorstellen? Wie würde dann deine Familie über dich denken? Wie viel Zeit bist du denn bereit, wenn das so wäre, zu investieren? Am Anfang, wie lange würdest du dir denn Zeit geben? Das hatten wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Webinar. Aber genau das sind die Triggerpoints, die ja der Wahrheit entsprechen, dass man das erreichen kann. Aber wenn da am Anfang nicht drüber gesprochen wird und es wird sofort mit Aktivitäten begonnen, ist es manchmal ein wenig kontraproduktiv. Deswegen ist diese Vorstellungskraft so wichtig. Das heißt, wir sind immer noch nicht in der Aktivität. Wir haben ein paar Dinge abgeklärt mit dem neuen Partner. Das geht innerhalb von 10 Minuten oder vielleicht 15 Minuten ist das abgefrühstückt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Part, der Glaube. Weil jetzt bist du neu in dem Geschäft. Jetzt hast du eine Präsentation gesehen und da hat man dir gesagt, ja, das Balance Oil macht den Unterschied. Ja, wir haben ein unabhängiges Labor. Ja, da sind Menschen, die ganz viel... du kannst das auch. Glaube ich denn jetzt am Anfang daran? Glaube ich wirklich daran? Weil das sind nämlich Dinge, die zwar nicht ausgesprochen werden bei der Ansprache, die der Mensch aber spürt. Nonverbale Kommunikation. Das heißt, der Glaube, funktioniert es überhaupt? Funktioniert es überhaupt bei mir? Stimmt das überhaupt mit der Datenbank? Ist das denn die Wahrheit, dass die 29.000 Tests durchgeführt haben? Stimmt das denn, was andere auch sagen? Deswegen sage ich immer, google doch mal Omega-3-Mangelfolgen, damit die Menschen sich selber ein Bild machen können. Glauben denn überhaupt alle Partner hier, dass dieses System, was wir entwickelt haben, genau das System ist, was sie zum Erfolg führt? Oder gibt es immer noch einige, die sagen, ach nö, dann mache ich mein eigenes Rad, ich mache eine eigene Präsentation, weil ich habe ganz andere Leute als die da drin sind und ich möchte, können Menschen tun. Aber das zeigt mir, der Glaube an diesem System ist gar nicht vorhanden. Und auch das gehe ich mit dem Neuen durch. Wir haben ein System entwickelt, wo du eine eigene App bekommst, wo du einen Startprozess machen kannst. Und das ist entwickelt worden von Menschen, die wissen seit Jahrzehnten, wie es geht und wie es nicht funktioniert. Ich will noch mal kurz da reingrätschen, Birgit. Das ist ja dann immer, dass die Leute sagen, ja, und wo ist jetzt der Haken? Wenn das so gut wäre, dann würde es ja jeder machen. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Ja? Also dieser Glaube ist wirklich ein ganz wesentliches Thema. Und über das Verständnis, darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir heute darüber reden, in welcher Reihenfolge wir arbeiten müssen. Denn wenn du das Verständnis nicht hast, dann wird es auch schwierig, den Glauben dafür herzustellen, ja? Absolut. Genau das ist der Punkt. Und dann gibt es natürlich noch einen riesengroßen Part und das ist dieses Selbstvertrauen. Und jetzt überlegt mal, wenn ein neuer Partner weder das Verständnis hat, noch die Vorstellungskraft, noch den Glauben und er spricht irgendjemanden an, wie kommt das rüber? Du, ich habe da was kennengelernt, aber ich weiß auch nicht und irgendwie, ach hör auf, so ein Scheiß, habe ich schon 15 Mal probiert, funktioniert ja nicht. Okay. weil da einfach nicht diese Attitude von demjenigen ist. Und dieses Selbstvertrauen, das ist ja nun mal auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass man da oder auch bei mir war es so, ich habe einfach nur am Anfang meiner Karriere einen Satz auswendig gelernt oder zwei Sätze auswendig gelernt und habe den so oft rausgepustet, wie ich nur konnte, habe mich dann zurückgezogen, habe einen Termin gesetzt, wo die Leute sich das angucken konnten, habe die dann mit, damals gab es noch nicht so das mit dem Internet, habe die dann mitgenommen zu irgendeiner Kneipe, wo dann jemand stand, der kam dann auch noch aus dem Westerwald und hat die Präsentation gemacht. Und dann ist mein Selbstvertrauen gewachsen. Das heißt, wenn ihr nicht dieses Selbstvertrauen habt, mein vollstes Verständnis. Aber ist doch egal, oder?
Hier sind Profis. Hier machen Leute für euch Präsentationen, die wissen, wie es geht. Und wenn du ein, zwei Sätze trainierst und du hast diese Vorstellungskraft, das Verständnis, den Glauben, dass das System funktioniert und du kannst dir vorstellen, dann drin, und genau deswegen ist der Startprozess. Nutze ein, zwei Sätze. Du kannst dich nicht mit den Sätzen identifizieren, dann fummel den so ein bisschen um. Und dann hau den einfach nur raus. Denn eine Ersteinladung ist keine Präsentation, ihr Lieben. Habt einfach das Selbstvertrauen, diesem Prozess zu folgen und sagt euch dann, ich kann das. Das heißt, der Glaube an alles, an die Industrie, an die Produkte, an den Gerhard, an den Thomas, an den Sven, an mich, an Rainer, an Barbara, an alle Führungskräfte, die hier drin sind, der muss entwickelt werden, weil wir wissen genau, was wir tun. Und jetzt kommt das Ziel. Was ist denn das Ziel für einen neuen Partner? Es gibt kurzfristige Ziele, es gibt mittelfristige Ziele und es gibt langfristige Ziele. Aber das erste Ziel sind zum Beispiel diese 500 Euro. Das erste Ziel ist, diesem einfachen System zu folgen. Jetzt zeigen wir das ja auch immer in diesen Präsentationen. 2+4, nichts anderes duplizieren wir. Hört sich ja erstmal einfach an. Was ist die Voraussetzung dafür? Man geht durch den Startprozess. Wie spreche ich jemanden an? Was könnte ich sagen? Ist alles dort abgelegt. Und dann 2 Partner und 4 Produktpunkte. Und genau nach diesem System baue ich auch, wenn ich mit jemandem Neuem spreche, das Ganze auf. Das erste Ziel ist zum Beispiel Smart Bronze und Fast Silber. Und da haben wir ein PDF. Ich habe gestern Abend noch, ziemlich spät, ein Sensationstraining selber gemacht mit anderen Deutsch-Türken und habe nur das vorgelesen, was in dem PDF steht. Wo steht dein Faststart? Da ist alles erklärt. Ich sage, ihr Lieben, ich muss es euch gar nicht erklären. Schaut euch das mal an. Wie kannst du den Smart Bronze erreichen? Wie kannst du dies erreichen? Und wenn wirklich jemand diesen Prozess durchgeht, muss er nur lesen und gut ist, weil er genau erfährt, wie er das Ganze machen kann. 2+4. Und das sind die Zielpositionen Fast Silber. Birgit, zu dem Thema System. Ich habe ja, wir haben ja alle wahrscheinlich viele, viele Jahre, auch andere hier im Call, immer wieder mit Systemen oder mit Prozessen gearbeitet. Und bitte glaubt nicht alles, was euch eure neuen Partner sagen. Das ist jetzt nicht gegen die neuen Partner, ja, das ist. Es ist nur so, wir sagen oft, geh auf die Seite, log dich ein, füll dein PDF aus, mach deine Namensliste, such dein Warum, setz deine Ziele. Aber es machen trotzdem über 50% nicht. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen habt. Wir müssen in diesem Startprozess ganz eng dranbleiben. Und ich vergleiche das immer mit McDonald's. Ich gebe das so vor, ich sage immer, wenn du heute einen McDonald's eröffnest, reicht es nicht, dass du nur das Geld bringst. Du musst auch dem System von McDonald's folgen. Du kannst nicht sagen, ich mache da lieber mal eine Pizza bei McDonald's oder ich mache 6 Nürnberger Bratwürste mit Kraut, weil wir haben den McDonald's in Nürnberg, ja, da machen die, heißen die alle Bratwürste. Nee, so geht es nicht. Ein System, je selbstbewusster du das System vertrittst, umso ernsthafter wird das System angenommen und bleibt in diesem Prozess eng dran, macht vielleicht auch die Dinge zusammen, schau die PDFs gemeinsam an. Also helft eurem Partner dabei, lasst euch das zeigen, weil ihr werdet oft angeschwindelt. Thomas, ist das auch deine Erfahrung? Ja, absolut. Also auf der einen Seite sind viele Menschen, die in den letzten Jahren Network gemacht haben, frustriert, weil sie irgendein Paket kaufen und ihnen dann aber keiner zeigt, wie funktioniert es denn. Das heißt, sie finden eigentlich Network von der Idee her gut, sie finden die Produkte XY gut, aber sie haben keine Idee, sie haben keinen Plan, kein System, weil das etwas völlig Neues für sie ist. Und jetzt haben wir so ein System und ich denke, wir können sehr stolz darauf sein. Das ist auch ein großes Merkmal und auch nochmal ein Riesendank an dich, Birgit, weil du ja maßgeblich dieses Konzept auch erarbeitet hast. Aber jetzt bin ich auch dabei, bei euch zu sagen, mach das mal alles und guck mal und dann können wir in 4 Wochen wieder reden. Das funktioniert halt nicht. Du musst Step für Step mit den Leuten das wirklich durchgehen, musst sie an die Hand nehmen
und muss das durcharbeiten. Ja, und darum ist es auch kein Grund zu feiern, wenn ich einen neuen Partner habe, sondern die Arbeit beginnt jetzt erst. Wir stehen jetzt an der Startlinie und jetzt geht es zusammen los. Deine Zeit, meine Zeit. Wir haben jetzt einen Deal miteinander und das müssen wir jetzt einfach zusammen durchziehen. Und deswegen ist es so wichtig. Ich zeige dir, wie du 500 Euro in der nächsten Woche verdienen kannst. Ist das vorstellbar für dich? Super, sehr gut. Wenn ich dir jetzt ein System gebe, womit das zu erreichen ist, wann kannst du dir das anschauen? Weil man muss sich überlegen, nach der Registrierung ist doch derjenige in der Begeisterung relativ weit oben, weil er eine Hoffnung hat. Weil er eine Hoffnung hat, dass damit sich etwas ändern könnte. Er fragt sich jetzt nur, was muss ich jetzt tun? Aber wenn ich ihm nur sage, ja, geh mal den Prozess durch und so weiter, ich sage zum Teil sogar zu den Leuten, bevor du den Startprozess nicht durchlaufen hast, spreche mit niemandem. Du bist bis dahin mein Undercover Agent. Ist das in Ordnung? Aber ich muss das persönlich mit demjenigen machen. Ich muss dieses Wording haben, sonst verknüsselt das, also sonst verwässert das irgendwie. Und diese Zielposition, fast silber, vorstellbar, zwei Leute, dabei unterstütze ich dich, Voraussetzung, jeden Startprozess. Und dann mache ich einen Folgetermin, am besten innerhalb der nächsten 48 Stunden. Super. Und dann frage ich, zeig mal deine Liste, hast du es ausgedruckt? Hast du dir das durchgelesen? Super. Wer steht denn auf deiner Liste? Ja, die Oma, hä? Super, Produktkunde. Wie würdest du die denn ansprechen? Und so weiter, und so weiter. Ich gehe das durch. Das sind irgendwie 10, 15 Minuten, weil ich ja möchte, dass derjenige in die Aktivität kommt. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja immer noch bei der sogenannten Zielplanung. Denn jetzt kommen wir in die Aktivität. Das heißt, er hat das Verständnis. Aha, okay, hier kann ich viel erreichen. Aha, okay, ich bin in guten Händen. Die Vorstellungskraft, dass ich das schaffe mit dem System, ist auch da. Ich glaube schon daran. Ich glaube an mich. Ich glaube an meinen Sponsor. Ich glaube, dass ich das schaffe. Mein erstes Ziel sind 2+4. Okay, was steckt dahinter? Super, sehr gut. Und jetzt gehen wir in die Aktivität. Und was ist die wichtigste Aktivität? Einladen. Wenn du nichts verstehst, aber du wirst der beste Einlader auf diesem Planeten, wirst du Millionen verdienen. Wenn du alles verstehst, aber du kannst nicht einladen, bist du ein Theoretiker. Aber dieses Einladen, da ist einer der Voraussetzungen, dass ein Funke in dir brennt, nämlich diese Begeisterung, und dass das überspringt und dass dein Gesprächspartner neugierig wird, weil nichts anderes ist es. Einladen ist das Wichtigste. Menschen einen Tipp zu geben, wo sie ihr Leben verändern könnten. Wenn ich dir einen Tipp geben könnte, wie all das, was du dir wünschst, in Erfüllung gehen würde, würdest du wissen wollen, was das ist, ja oder ja? Falsche Antwort. Ich bin da völlig straight, aber nicht, weil ich als Persönlichkeit straight oder böse oder weil ich weiß, dass nur das funktioniert. Weil ich möchte diese Neugier-Synapse anknipsen und dass derjenige versteht, dass ich ihm ansonsten, ich bin nicht verhandelbar, nicht sage, Firma, Produkte, kommt mir nie über die Lippen. Wie seht ihr das? Der Punkt ist folgender, schau, das Thema, wenn ich zurückdenke, Birgit, wie ich gestartet bin, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei Thomas und Birgit, ich habe ich bin an dem Tag aufs Meeting gegangen, an dem Tag, und ich habe sogar an, mein Sponsor hat zu mir damals gesagt, Gerhard, wenn du doch sowieso startest oder wenn du sowieso aufs Meeting gehst, bring doch am besten eine Person mit, weil vier Augen sehen mehr wie zwei. Sehr clever. Rat und also, Meinung. Dadurch hatte ich schon 100% mehr, hat er schon 100% mehr Gäste, ne? Das ist klar. Also, hast du denn jemanden, den du am Dienstag dabei haben möchtest? Ja, vier Augen sehen mehr wie zwei. Kannst deine Frau mit anschauen? Kannst deinen Mann mit anschauen? Hast eine wichtige Person, die du gerne dabei hättest, die auch für deine Entscheidung wichtig wäre? Das sind so Punkte, da hast du automatisch, was glaubt ihr, wie sich das multipliziert über die Jahre? Solche kleinen Redewendungen. Das sollten wir mitten in den Startprozess aufnehmen. Ja, und dann... Das war bei mir genau das Gleiche. Ja. Ich habe auch, Sven hat mich ja damals angesprochen und hat gesagt, hey, du hattest doch noch den Christian dabei, bring doch den Christian mit.
dann könnt ihr zusammen schauen, ob das was für euch ist. Ja, und dann habe ich zu Christian gesagt, hey, bevor ich da alleine hinmarschiere, ich habe keine Ahnung, worum es da geht, lass uns lieber zu zweit hingehen. Sehr cool. Und ja, so ja. war gleich der erste Partner am Start. Ja. Und wenn ich mir überlege, als ich gestartet bin, ich konnte diese Sätze nicht. Ich war wirklich diejenige, wo du heute sagen würdest, so eine trockene Justizangestellte braucht kein Mensch. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwie überlegt, was muss ich sagen, damit die Leute mitkommen? Und dann habe ich immer nur gesagt, Gerhard, ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Wir müssen uns unbedingt treffen, weil ich habe was vorgestellt bekommen, habe kein Wort verstanden. So ungefähr zu zweit sind wir klüger, komm mit. Oder habe gesagt, du Thomas, ich habe die ganze Nacht von dir geträumt und ich kann dir gar nicht am Telefon sagen, was, du musst dir was angucken, weil damit können wir unser Leben ändern. Was ist denn das? Ich habe es nicht verstanden. Das waren wirklich meine Einladungssätze. Auf sowas von einfach, aber die Leute haben sich dahingesetzt. Und danach habe ich die angeguckt und habe gesagt, und, ist das der Hammer? Sollen wir zusammen? Und der eine hat Ja gesagt, der andere hat Nein gesagt. Mit dem Ja habe ich weiter telefoniert, die Nein habe ich auf Follow abgelegt. Weil das war das Einzige, was ich konnte. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nichts erzählen über das Unternehmen. Ich konnte nichts erzählen, den Produkt habe ich gar nicht verstanden, Plan, hä? Nichts. Aber genau das ist das, was mich zum Erfolg gebracht hat, weil ich nichts wusste. Ja, da ist auch natürlich diese Begeisterung, ne? Ich gebe mal das Beispiel, du warst in einem Restaurant, das war der Mega-Hammer oder in einem Kinofilm und du fängst dann an, weißt du, dieser Film, der hat folgenden Regisseur und der hat folgende Schauspieler und übrigens, der dauert 93 Minuten und auch die Bilder sind sehr schön. Wisst ihr das? Das ist alles nett, aber ihr müsst einfach einen raushauen. Ihr müsst sagen, da passiert was ganz Großes, da musst du rein. Ich kann auch nicht alles erklären, aber es musst du anschauen. Die Chance haben wir nur einmal. Ihr müsst auch in der Sprache natürlich Menschen abholen, so wie ihr ein Restaurant empfehlen würdet, einen tollen Film. Aber eben nicht faktisch, sondern emotional. Die Menschen hören immer eure Musik, die hören nicht eure Worte. Die spüren die Frequenz, die spüren die Schwingung, die spüren die Energie. Und ich habe am Anfang auch einfach nur Menschen eingeladen, ja, weil wir hatten da halt diese Meetings, da gab es doch kein Zoom und kein Webinar, aber ich war wahrscheinlich so überzeugend, ohne Fakten, dass die Leute einfach mitgegangen sind auf diese Events und dadurch ist das Team relativ schnell angesprungen, ja. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn die anderen Punkte aus dem Kreis vorher stimmig sind, die wir jetzt schon hatten, Vorstellungskraft, Glaube, die ganzen Dinge, Selbstbewusstsein wächst, dann sprichst du diese Begeisterungssprache. Genau. Ja. Und ich fand einen Satz sehr gut, da würde ich sofort drauf reflektieren, das ist eine einmalige Chance. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, aber erklär doch mal, was ist das? Kann ich nicht. Ich bin so aufgeregt, ich zitter am ganzen Körper. Ich weiß, damit können wir unser Leben verändern. Schau es dir an und bilde dir deine eigene Meinung und geh mir nicht auf den Kittel mit deinen Fragen, weil ich kann sie noch gar nicht beantworten. Jetzt ist ja jede Persönlichkeit anders. Und deswegen trainiere ich auch oft die Einladungssätze mit den Leuten, damit sie etwas finden, wo sie sich mit identifizieren können. Ja? Und jetzt gerade in dem 200 ECB-Monat, wie cool ist das denn? Thomas, Gerhard, stimmt das, wenn ich jetzt jemanden einschreibe, einen neuen mit dem Ultimate, was passiert dann? Thomas, bitte, dein Part. Ja, das ist ja etwas, wo wir auch in den ersten Monaten wirklich oft nachgefragt haben, ob das denn wirklich so stimmen kann. Ja, weil ich das eigentlich nicht glauben konnte. Also für alle neuen Partner jetzt, wenn ihr für ein Ultimate 150 Credits bekommt, dann bekommt ihr in einem ECB 200 Monat 450 Credits. Das wird verdreifacht und damit gehen natürlich die Positionen wesentlich schneller, aber auch ihr verdient wesentlich mehr. Also von daher, das ist wirklich wie so ein Turbobeschleuniger, dieses ECB 200. Wir haben das ab und zu mal bei Zinzino. Das kann dir die Person dann auch erklären, die dich heute eingeladen hat hierher. Aber das ist wirklich etwas fast Magisches, was wir gelernt haben, einfach zu nutzen und diesen Turbo zu zünden. Ja, absolut. Also ich sage euch was. Nachdem ich jetzt umgezogen bin, ich gebe sowas von Vollgas. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Warum? Jetzt bringst du 9 ins Geschäft mit dem Ultimate-Paket. Bam, super. Okay, du hast deine 450 Credits. Aber was passiert denn jetzt mit dem Neuen? Der hat ja auch sofort 200 ECB, stimmt das? Ja. Ihr beiden, ja, ne? Ja, genau. So, jetzt bringt der einen mit einem Ultimate-Paket ins Geschäft auf der einen Seite und mit dem anderen auf der anderen Seite auch. Wie viel Credits hat er? 900.
Ja. Jetzt unterstütze ich ihn, dass er entweder von mir aus selber 4 Produktpunkte macht, indem er mit dem Health Protocol Plus einsteigt. Das sind 26 Credits, aber darauf gibt es ja auch 200 ECB, richtig? Mhm. Ja. Wie viele Credits sind das denn dann? 26 mal 3. 72, oder? 23 mal 3. 69 oder ich glaube 23 hat es, gell, das Health-Protokoll. Also Health-Protokoll Plus mit dem Viva 26 in meinem Kopf. 26, ja genau. Mhm. So, das sind 56 plus, sagen wir mal 70, komm, wir machen es niedrig. Das wären 970 Credits. Was hast du jetzt gemacht? 2 plus 4. Was passiert denn, wenn ich jetzt meinen beiden helfe, auch 4 Kunden und wisst ihr, was ich meine? Bam, Gold. Das gibt es in keinem anderen Monat. Deswegen sage ich immer, jetzt gerade im ECB-Monat, wir haben heute den 13. Mai, ist noch nichts passiert. Gebt Vollgas. Geht nochmal die Namensliste mit euren Sponsoren durch. Guckt nochmal ganz genau an, wen könnt ihr jetzt anrufen. Und ihr könnt die Leute auch anrufen. Ich habe das weltbeste Geschäft und der Hammer kommt. Hier kannst du sofort einsteigen und hast sofort ein Dreifach-Turbo. Wie meinst du das? Kann ich dir gar nicht erklären. Komm, Einzelgespräch, Video, Weil viele arbeiten auch inzwischen mit unseren aufgenommenen Präsentationen, setzen sich nebeneinander und schauen sich das Video an. Alle Wege führen nach Rom. Und das müsst ihr euch verinnerlichen. Und das sollte man auch in jedem persönlichen Gespräch mit euren Partnern ihnen nochmal auf die Festplatte montieren. Fällt dir noch irgendjemanden ein, dem du eine Chance geben möchtest? Warum? Überleg doch mal. 200% ECB, immer wieder. Und wenn wir in die Aktivität gegangen sind, dann kann man schauen, was hat man für ein Ergebnis. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn ich nicht das Ergebnis habe in meiner Organisation, wenn ich damit nicht zufrieden bin, weil ich nehme mal den nächsten Punkt gleich, kommt Kontrolle. Wenn ich das kontrolliere und ich denke, ach nee, ich bin nicht zufrieden, wisst ihr, was ihr dann tut? Ihr geht in dem Erfolgsrad rückwärts. Habe ich denn überhaupt mit dem Partner die richtige Aktivität gesetzt? Habe ich denn mit dem Partner eine Zielplanung gemacht? Hat denn der Partner überhaupt den Glauben daran? Hat der Partner überhaupt die Vorstellungskraft? Hat er überhaupt das Verständnis? Und ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt bleibt ihr hängen, weil das vielleicht noch nicht abgeklärt wurde. Und das Ergebnis habt ihr dann. So einfach ist das. Ja. Ja, eindeutig, eindeutig. Es ist immer, man kann das wirklich zurückverfolgen, Birgit. Und da hat man irgendwo eine Schwachstelle, da ist man zu schnell drüber. Und da muss man dann einfach auch mal mit dem Partner nacharbeiten, ja. Wo er einfach auch, die ersten Gespräche können ja manchmal auch etwas frustrierend sein. Gerade in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld. Da müssen wir immer, ich sage immer so, wir laufen so ein bisschen am Anfang neben dem Partner her mit dem Regenschirm, damit er die beiden Hände frei hat, weil wenn es dann in Strömen regnet, dann wird er nicht nass, ja. Und das ist so ein bisschen auch diese erste Zeit, da muss man wirklich eng dranbleiben, da muss man auch mit ihm, also wahrscheinlich macht es ja auch so, mal täglich telefonieren, wie geht's dir, was hast du heute gemacht, was machen wir heute, was ist heute der Plan und so weiter, weil es kann natürlich sein, dass sein Umfeld ihn da runterziehen will und da braucht er eben auch unsere Kraft, unsere Energie als Upline, als Sponsor und vom Team natürlich auch von allen Seiten. Ja, und ich lese mir gerade den Chat durch, die eigene Geschichte erzählen, warum man es tut, ist auch sehr, sehr wichtig. Und genau das steht auch in dem Startprozess. Warum bin ich gestartet? Was wollte ich verändern? Was ist mir passiert? Was ist mein Ziel? Komm mit an Bord. Und das sind alles solche Dinge, die man dort nachlesen kann. Und ich meine, jetzt stellt euch einfach nur mal vor, jeder, der in unsere Teams eingestiegen ist, wäre fast Silber oder Silber geworden. Wäre das der Hammer? Das wäre der Hammer. Ich sage immer was. Niemand, der ins Geschäft einsteigt, denkt, ach nö, jetzt möchte ich dann doch kein Geld verdienen. Wir wollen ja alle Geld verdienen. Das heißt, an irgendeinem Pünktchen hakt es. Wenn ihr aber feststellt, dass derjenige sagt, ach nee, jetzt habe ich doch keine Zeit, und dann versteckt er sich ja hinter irgendwelchen Dingen. Wir sind keine Perlentaucher. Wir sind Muschelöffner, sage ich immer. Das heißt,
Wir machen so und so viele Muscheln auf und gucken, ob da eine Perle drin ist. Wenn jemand aber lernresistent ist und nicht möchte, dann gucke ich mir das an und denke, ach, guck mal, in der Muschel ist noch gar keine Perle. Dann mache ich die Perle ganz vorsichtig wieder zu und lege sie wieder ins Salzwasser und sage, du, geh mal auf das nächste Training und so weiter, tschüss. Das heißt, ich würde nie versuchen, den Hund zum Jagen zu tragen. Weil das funktioniert nicht. Jeder lebt in seinen Glaubensmustern. Ich kann nur versuchen, dort die Leute abzuholen, wo sie stehen. Aber ich kann ihnen keine Rakete in den Popo stecken. Entschuldigung. Ja. Super. Ja, und wenn ich dann nicht das Ergebnis habe, geht rückwärts, weil wenn ich die Kontrolle, und das können wir alles schön in unserem Backoffice sehen, wo stehen die Menschen und so weiter. Man kann sie anrufen, ihr bildet kleine Leader-Groups und guckt einfach mal, wer von unten möchte noch was haben und geht, also eine Position bekommen, die nächste Position und geht dann in diesem Erfolgsrad einfach mal rückwärts. Denn das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Geht dann nochmal zurück. Wo hakt es? Und wenn ihr merkt, okay, da ist noch keine süße Perle entstanden, seid ganz lieb, legt sie ins Salzwasser und dann führt euer eigenes Team an. Deswegen fand ich das Video so gut. Wir können Menschen nicht ändern. Wir können nur etwas bieten. Wenn jemand sagt, nein, 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 dann ist das in Ordnung. Das sind auch liebe Menschen, das sind auch tolle Menschen, aber derjenige ist dann noch nicht so weit. Und auch das muss man verstehen. Aber wenn du all diese Punkte durchgegangen bist und du hast verstanden, dass du damit dein Leben verändern kannst, zeige den Weg, führe die Leute an, gehe den Weg, alles das, was in diesem Video gesagt wurde. Und manchmal ist es so, dass ich mir das Video anschaue und dann zum Hörer greife und sage, hey, ist das Leben nicht schön? Im Himmel ist Jahrmarkt und wenn du willst, dann reserviere ich dir einen Platz in der nächsten, keine Ahnung, im Kettenkarussell. Was machst du denn da? Ja, überhaupt, bam. Dann bin ich so auf dem Punkt, dann gibt es kein, was ist das denn? Dann gibt es nur Ja oder Nein. Wenn ich dein Leben verändern könnte mit einem Tipp, den ich dir jetzt gebe, würdest du wissen wollen, was das ist, ja oder ja. Quatsch mir nicht die Ohren zu. Das geht aber nur, wenn ich in dem richtigen, ich sage dazu immer, in dem richtigen Gewinnermut bin. Ja? Also wenn ich selber aufgetankt bin, wenn ich selber begeistert bin. Und geht dann nochmal zurück, wenn ihr Partner habt, wo ihr denkt, warum funktioniert das nicht? Und ich sage euch noch was. Es gibt gelbe Menschen, es gibt grüne Menschen. Habt ihr schon mal davon gehört? Es gibt blaue, Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt Helfertypen, aber es gibt auch Visionäre. Aber jeder hat einen visionären Anteil. Wann kannst du diesen visionären Anteil erwischen? Indem du die richtige Ansprache machst. Denn nur wenn der erwischt wird, reagiert ein Mensch. Ansonsten ist das so eine, ja, ich weiß nicht und ich mal gucken, wann ich Zeit habe und so. Wenn ich dir zeige, wie du in der nächsten Woche 5.000 Euro verdienst, würdest du dann das tun, was ich dir sage, ja oder ja? Wisst ihr, was ich meine? Natürlich mit euren eigenen Worten, natürlich mit euren eigenen Zahlen. Aber denkt immer daran, googelt da mal nach, rot strukturierte Menschen, Visionäre. Wie kann ich da diese Synapse bei den Menschen antriggern? Und jeder Mensch hat die. Jeder Mensch. Denkt ihr das auch? Oder? Ja. Das ist, da habe ich ja, wir hatten mal eine Upline, ja, kann man sagen, Upline in Amerika. Ich habe es gestern erzählt, Birgit, ein junger Mann, 23 Jahre alt, ja. Unglaublich charmant. Der war Unternehmer des Jahres im Bundesstaat Utah und der war unsere entfernte USA-Upline. Und der hat immer Maßanzüge angehabt, hat Vollgas gegeben, war ein unglaublich starker Typ. Also er war damals schon etwas älter, aber er war mit 23 Unternehmer des Jahres in Utah, was ja ein großer Bundesstaat ist in Amerika. Und der Typ hatte Power ohne Ende. Und er war knallrot, ja. Also er hat nur über Erfolg gesprochen. Aber er war ein Herzensmensch, ja. Und er hat wirklich alle abgeholt. Also er hat, egal welche Zahlen das auf dem Tisch geknallt hat, er hat alle abgeholt. Und er hat einen Satz gesagt, wenn du 1.000 Neins hast, bist du Millionär. Und er hat gesagt, müsst ihr euch einfach nur Neins abholen. Weil unter den 1.000 Neins sind ja auch Ja's. Das heißt, wer den Mut hat, 1.000 Mal eine Präsentation zu machen, das kann auch eine kurze sein, eine lange, und hat 1.000 Mal ein Nein, dann ist er durch, ja, dann ist er komplett durch. Und ich glaube, dass die meisten schon nach dem dritten Nein schwach werden, so halb aufgeben, sich nicht mehr trauen.
Und es ist einfach das Gesetz der Zahlen, ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass wir wie, ich vergleiche es immer mit der Hotellerie und Gastronomie, wo ich war. Wie oft bin ich an Tische gegangen, habe gesagt, möchten Sie noch ein Espresso? Und dann heißt es halt nein, 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 nein. Aber ich habe die meisten Espressos verkauft, weil ich einfach gefragt habe. Und wenn dann einer ja sagte, habe ich gesagt, doppelt oder einfach? Dann kam doppelt, dann hat der Nächste auch doppelt gesagt. Dann waren es schon 4 Espresso, weil ich 2-mal gefragt habe. Was ich damit sagen will, ein Nein hört man irgendwann nicht mehr, denn es ist oft nur ein Jetzt noch nicht. Oder vielleicht auch, ich brauche noch eine Information nötig, sagt man auch, die 4 Buchstaben Nein, noch eine Information nötig. Ja, Follow-up, du hast auch ein tolles Training dazu damals gemacht oder wir haben es auch zusammen gemacht. Wir müssen uns diese Neins abholen und dafür werden wir bezahlt. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Stellt euch vor, ich würde euch 10 Euro geben für jeden, den ihr auf die Präsentation für den Dienstag einladet. Also ich nehme 50 mal 10 Euro, zeige euch die und sage, pass auf, ihr ruft jetzt einfach 50 Menschen an und jedes Mal kriegst du 10 Euro. Ich glaube, den Deal wird jeder machen, weil das ist ihm doch völlig egal, ob er Nein hat. Er wird die 10 Euro nehmen und dann wird er einen Zehner nach dem anderen hinlegen und wird sagen, ist das cool? Und wieder ein Anruf und wieder ein Anruf. Und dann, jetzt habe ich schon 30 Zehner. Das ist ein guter Tag heute, 300 Euro. Wisst ihr, und das müsst ihr verstehen, ihr werdet praktisch für alles bezahlt, was ihr macht, nur nicht sofort. Und das muss man, glaube ich, im Network verstehen. Ja, das ist so, ja, mein Eindruck. Ja, absolut, absolut. Und ich habe jetzt auch... wenn ich euch sage, was das Geheimnis ist des türkischen Erfolges, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Weil alle gehen in eine Richtung. Und alle wissen ganz genau, alle laden ein auf eine Präsentation. Und jeder Neue so schnell, so viel wie möglich. Finden alle die Präsentation gut? Nö. Aber die Einstiegsquote ist fast 100%. Warum? Weil da viele Leute drauf sind. Und danach werden Gespräche geführt. Die Führungskräfte, in dem Moment, wo die Präsentation beendet ist, wissen alle Bescheid, dass der Leader der Organisation noch 2 Stunden da sitzt und Follow-up-Gespräche führt. Danach geht es nochmal 10 Minuten in den nächsten Zoom. Das ist Disziplin und Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein Team, eine Richtung. Und wenn viele Menschen in eine Richtung schauen, dann erzeugst du einen Sog. Und ich bedanke mich bei euch beiden, bedanke mich insgesamt auch für eure Aufmerksamkeit. Ich wurde gerade gefragt, welches Video. Wir spielen das Video nochmal. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und denkt dran, ist das Wetter schlecht, ist es gut fürs Geschäft. Und dann sind die Menschen zu Hause. Und wenn du jetzt ein bisschen Energie hast, wenn du ein bisschen den Funken gespürt hast, guck dir nochmal mit uns gemeinsam den Film an und dann rufe die Leute an und lade ein für Dienstag zu unserem Super Tuesday oder zu einem Video, was ihr gemeinsam schauen könnt. Wir haben einige Videos abgelegt oder mit deinem Sponsor gemeinsam ein 1:1 oder 2:1 Zoom-Call. Mach das, denn dieser ECB-Monat, der ist sowas von sensationell und das ist erst der Anfang. Denkt an den 1. Juni, denkt an den 9., 10., 11. Juni. Wir hatten jetzt eine Sprecherbesprechung. Da war der Gerhard auch dabei. Das sind so tolle Leute, die auch in München sein werden. Trommelt für München, als wenn es keinen Morgen gibt. Es sind jetzt ungefähr, also ich glaube, um die 500 Karten weg und auch für den 9., für den Dr. Clayton sind auch schon viele, ich glaube 300 Karten irgendwie. Aber das Wichtige ist der 10. und der 11. in München. Schließt euch zusammen, guckt, in welche Hotels ihr sein könnt. Je mehr Partner und Gäste du dabei hast, desto größer ist der Erfolg im Sommer. Und dann steuern wir ja nun schon auf unsere Oslo Convention. Nimm deine Partner mit und ihr merkt, wir haben die allerbeste Zeitphase. Und lasst uns alle gemeinsam an einem Strang ziehen, mit einem Team, alle gucken in dieselbe Richtung, damit wir das stärkste Team werden bei Zinzino. Ich wünsche euch noch ein tolles Wochenende. Nochmal danke, lieber Gerhard, danke, lieber Thomas. Und jetzt das Video angucken und dann zum Hörer greifen. Wir danken dir, liebe Birgit. Ciao. Vielen Dank, Birgit. Danke, Thomas. Mega. Danke an alle Gäste. Are you willing to step out of your comfort zone again and again and again to reach your targets?
We've all heard it. Everything rises and falls on leadership. But what does it mean to lead? A leader knows the way, shows the way, and goes the way. A leader has a clear vision, follows that vision, and help others find their path. A leader will continuously develop, reinvent, and grow. They will run with the vision set before them, continue to challenge the status quo, outgrow their comfort zone, and enable people to follow them. To become great, you first have to be willing to fail. But by stepping out of your comfort zone, you will win. Challenge the status quo.